einiges handeln. Und damit willkommen hier zu Cosmoteers. Liebe Leute, was soll ich sagen? Echt, also ungelogen, was soll ich sagen? Ich habe es im Titel gesehen und das Ding ist gerade frisch in den Early Access gekommen. Und ich habe lange überlegt, was heißt eigentlich nicht? Eigentlich habe ich nicht lange überlegt. Ich habe gedacht, naja, schaust du mal rein, vielleicht ist bestimmt ganz witzig. Und hat Tatsache auch nicht viel gekostet. Ich glaube, das sind so 14 Euro jetzt im Angebot, 17 Euro normal. Und ich denke, guckst du mal rein, kann bestimmt spaßig werden, aber ich kann es kaum beschreiben. Also lange nach so einem Spiel gesucht, muss ich natürlich sagen. Und da habe ich gedacht, das muss ich euch zeigen. Mag vielleicht nicht jedermanns Sache sein, aber ich habe gedacht, haus raus, komm. Wir machen hier ein bisschen angespielt. Ich hoffe, ich schaffe 3 Folgen. So 45 Minuten, wahrscheinlich diese ein bisschen länger, weil ich ja noch ein bisschen quatschen muss hier. Aber ich will einfach mal so 2-3 Folgen rausholen jetzt im Angespielt und will ein bisschen gucken, wie es mir weitergefällt. Ich habe ein bisschen rein, ein ganz klein bisschen Tutorial gemacht hier an der Stelle. Und mir hat es extrem gut gefallen, das will ich euch einfach zeigen. Und wenn mir das weiter Spaß macht und das bei euch vielleicht auch noch gut ankommt, dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass wir hier noch ein Stückchen LP mit reinballern. Also wirklich ein Let's Play draus machen. Je nachdem, inwieweit da noch Content kommt. So, was ist Cosmoteers? Ich nenne es jetzt einfach mal, vielleicht ist es nicht richtig, aber ich nenne es einfach mal ein 2D-Plattformer. Aber nicht wie die normalen 2D-Plattformer, also von der Seite quasi, sondern das ist ein Top-Down, nenne ich es jetzt mal. Also Top-Down 2D-Plattformer. Und worum geht's? Ihr seht es quasi hier. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Ihr seht es quasi hier, so, da oben. Man baut sein eigenes Schiff. Man baut sein eigenes Schiff und alle Elemente, die ihr auch hier seht, die sind veränderbar. Und wir starten in einem System mit einem Starterschiff und ja, ich will gar nicht zu viel verraten. Ja? Wir können Missionen annehmen, wir können handeln, wir können Mining betreiben, wir können fast alles machen. Wir können fast alles machen und das Beste dabei kommt ja erst noch, aber das werde ich euch in-game zeigen. Leute, ich würde sagen, wir schauen mal rein. Ich gehe mal auf ein neues Spiel und wir können hier im Kreativmodus unterwegs sein, wir können auch Karriere machen. Hier steht so, baue Kämpfe, plündere, um ein legendärer Kosmotier zu werden, während du eine Galaxis erkundest. Und genau das werden wir jetzt tun, Leute. Ich gehe hier rein und der Schwierigkeitsgrad im Kampf, man kann sehen, zumindest unverwundbar, es gibt Phoenix, Kapitän, Admiral, Großadmiral und es ist sehr schön beschrieben, das muss man sagen, das ganze Spiel ist auf Deutsch und die Übersetzung, zumindest bis jetzt, was ich gesehen habe, ist sehr, sehr gut. Wenig Fehler drin und das Tutorial ist, ja, sehr gut gemacht. Sehr gut gemacht, also auch für jemanden, der da komplett fremd ist, man kommt sehr, sehr schnell rein. So, Kapitän erleidet normalen Schaden von Feinden, versucht normalen Schaden bei Feinden. Also lassen wir das natürlich bei Kapitän. Und der Schwierigkeitsgrad Wirtschaft, ja genau, Wirtschaft, es gibt Wirtschaft, ist Architekt, also normale Fundrate von Ressourcen, normale Geldbelohnung, normale Ruhm- und Rufbelohnung. Lassen wir erstmal so. Alles cool. So, was haben wir dann? Wir haben die Auswahl. Erweiterte Spieloptionen gibt es natürlich auch noch. Galaxiegröße Standard. Da kann man momentan noch nichts einstellen. Wahrscheinlich kann man dann im weiteren Updatesverlauf wird das entsprechend anders gewichtet. So, und Crewmitglieder Ruhmverhältnis habe ich mal auf Standard gelassen. Ihr seht zum Beispiel, 33% mehr Crew stehen zum Anheuern zur Verfügung, abhängig vom Ruhm des Spielers bis zu 2000. Durch diese Option wird erhöht die Fähigkeit Grind und so weiter. Ich werde nicht alles vorlesen. Auch wenn wir jetzt gleich ins Spiel gehen, werde ich nicht alles machen, denn ich möchte euch eigentlich in diesem Angezockt, nenne ich es jetzt einfach mal, so viel zeigen, wie es nur irgendwie möglich ist. So, ich hasse Erkunden, damit kann man quasi alle Erkundungen aufdecken oder bergen. Schalte mal quasi das Bergen von Wracks aus. Finde ich nicht gut, deswegen lassen wir es halt drin. Seed, ja, ist eine Nummer. Ja, ich lasse die Nummer jetzt einfach mal so drin, wie es ist. Oder wisst ihr was? Es kann sein, dass das die Nummer ist, die ich vom Anspielen habe. Deswegen wählen wir jetzt einfach durch. Ich meine 9, 1, 7, 3, 5 und so weiter. Ich wähle hier einfach mal so ein bisschen durch, wie es so ist. Und wenn ihr euch das Spiel selber holt,
oder holen wollt, natürlich gerne. Schnappt euch den Seed, ja, kopiert euch den, was heißt kopiert euch den raus, schreibt euch den ab, ist nicht schwer und dann sollte das funktionieren für euch. So, jetzt gehen wir durch und zwar Modell L. L steht wahrscheinlich für Laser. Das Modell ist sehr beweglich, verfügt über 3 Laserblaster, wie ihr hier seht, die kritischen Subsysteme effektiv zerstören. Es verfügt über keinerlei nennenswerte Verteidigungsanlagen, also direkte Verteidigungsanlagen haben wir da nicht. Dann haben wir hier Modell C. Für Kanone wahrscheinlich oder Cannon. Langsam gut gepanzert mit 2 Kanonen, die zwar nicht besonders präzise sind, aber generell schon durchdringen können. Okay. Und dann haben wir Modell S, tauscht Geschwindigkeit und Offensivkraft gegen einen Verteidigungsschildgenerator ein, der feindlichen Beschuss blocken kann. So, ich glaube, das war es dann auch schon. Ja, genau. Es gibt genau diese 3. Und ich glaube, ich will mit schweren Kanonen antreten. Denn das Modell hier habe ich genommen, als ich es kurz angespielt habe, um reinzugucken. Das kenne ich bereits und dieses hier kenne ich nicht. Wir haben noch ein bisschen verbleibendes Guthaben. Im Gegensatz zu den anderen haben wir sogar 300 Credits mehr. Und ich glaube, mehr gibt es gar nicht zu sagen. Ich würde sagen, Leute, wir schauen jetzt rein und alles Weitere dann drin. Okay, los geht's. So, da sind wir schon. Ich habe gedacht, es geht etwas länger, aber das ist nicht der Fall. Ich trinke trotzdem ein Schlückchen hier. So, Freunde, das hier ist unser Schiff. Ja, mit Mausrad können wir rein und rauszoomen. Ja, wir können ja sogar verschieben mit gedrückter Maustaste. Es geht übrigens auch mit WASD. Auch alles möglich. Und ja, wie ihr seht, wir können ziemlich nah ranzoomen. Und wie ihr seht, das ist das Innenleben. Das ist das Innenleben unseres Schiffs und normalerweise sieht das nicht so aus. Das kommt von der Voreinstellung. Normalerweise sieht das Schiff so aus, ja, und man kann erstmal von außen gar nicht reingucken. Wir haben hier die Brücke, wir haben den Kernreaktor, wir haben, ja, wie man sieht, wuscheln die Leute da drin rum. Wir haben die Kanonen, auch die Schubdüsen. So, das Ganze kann man hier dann über diese Schaltfläche mit dem Innenbereich quasi aufrufen und dann sehen wir, dass wir die Kanonen haben, die mit Munition bestückt sind. Dann haben wir hier Lagerhallen, die ebenfalls Munition enthalten. Dann haben wir die Zugangsgänge, das Cockpit, den Reaktor, die Unterkünfte. Hier ist nochmal eine Lagerhalle. Dann die entsprechenden Schubdüsen und so weiter und so fort, was man also braucht. Hier ist übrigens ein Feuerlöscher, ganz wichtig. Und natürlich eine Luftschleuse. Denn ja, diese Leute hier, die können auch raus. Hier oben wird, so wird gespielt, das ist das Tutorial quasi, ja. Ich rufe das mal ganz kurz auf, wir fliegen da ganz kurz drüber. Also Kanonen, Railguns brauchen natürlich Munition. Munition kann an Station gekauft werden. Die Crew lädt automatisch Munition zu den entsprechenden Sachen hinzu. Genau, so sieht's aus. Also, wir wollen so mal ein bisschen raus und dann sehen wir hier, schaut euch das an. Jetzt werden wir auch noch angehauen hier, das gibt's ja wohl nicht. So. Genau, steuern können wir, habe ich gerade gesehen, steuern können wir hier mit rechter Maustaste, dann können wir das dorthin begeben, entsprechend. Und wie ihr seht, wenn ich verbrauche, also wenn ich fliege, dann wird aus dem Reaktor, das ist das Coole dabei, Leute, wird aus dem Reaktor, die Leute gehen hin und bestücken die Schubdüsen mit quasi kleinen Uranstäben, damit wir überhaupt manövrierfähig sind. So. Wir fliegen mal ein bisschen näher ran hier, denn hier passiert was echt Interessantes und das ist richtig cool. Das hier sind alle Stationsmitarbeiter. Ja, und die fliegen hier hin und beladen und entladen das Schiff. Das ist der Hammer, oder? Ich finde es richtig witzig. Auch die Station, also man kann jetzt natürlich nicht reingucken hier leider. Aber hier kann man es vielleicht jetzt erkennen. Na, hier passiert noch gar nichts. Okay, der fliegt wieder weg. Schade. Jetzt passiert hier irgendwas. Genau, hier, seht euch das an. Die kommen hier raus, die bringen Ware weg. Die kaufen wahrscheinlich Ware ein, holen hier die Ware ab, seht ihr das? Genau, da gehen die Schotten auf und die können und holen die Ware ab und verkaufen das. Und das ist richtig cool. So, nichtsdestotrotz, was haben wir noch? Was können wir noch tun? Mal Schnelldurchlauf quasi. Hier oben gehe ich gleich drauf ein. Wir haben hier die Geschwindigkeit. Wir können die Geschwindigkeit anpassen und mit Leertaste pausieren und anhalten. Nichts Besonderes. Dann haben wir das
Baumenü, bebauen, reparieren. Wenn ich da reingehe, dann haben wir hier die Möglichkeit, quasi mit den von uns erforschten Gegenständen, ja, strategische Verteidigung beispielsweise oder hier die Kanonen, Panzerung und so weiter und so fort, andere Schubdüsen, Cockpit, das sind Sachen, die wir hier zusätzlich anbauen können und somit das Schiff erweitern können. Und das ist richtig cool, kostet natürlich immer was. Hier seht ihr zum Beispiel 500 Credits, 8 Stahlplatten, 4 Kupferdrähte. Haben wir natürlich alles nicht, besitzen wir alles nicht. Aber das Schöne dabei ist, wenn wir das Material nicht besitzen, müssen wir es nicht einkaufen, sondern wenn wir in der Nähe einer Station sind, dann wird es automatisch quasi von der Station dort gekauft, wenn es vorrätig ist. Okay, das ist das eine. Also in diesem Baumenü werden wir uns dann zwischendurch auch noch aufhalten und das Schiff natürlich erweitern. Dann können wir es natürlich noch anmalen, je nachdem, was wir hier haben. Ja, können wir entsprechend zum Beispiel jetzt in Blau gehen. Könnte man jetzt hier hinpacken. So, das Schiff in Blau halten und dann hier jetzt meinetwegen noch so eine Tarnsache drauf. Basisfarbe. Hier könnte man noch was drauf printen. Also, ne, alles wunderbar. Dann haben wir Crew verwalten. Auch sehr cool. Man kann den Crew-Leuten, je nachdem wie viel wir haben, wir haben momentan nur 8 Leute, kann man bestimmte Uniformen zuweisen. Finde ich total cool. Im Moment sind es also Red Shirts. Ich werde mal Folgendes machen. Wir werden diese Rolle mal kurz bearbeiten, damit wir gleich von vornherein Struktur drin haben. Wir nennen die ganz normal Crewman. Genau, und ja, das ist ja quasi wie Star Trek, ja, da haben die auch entsprechende Rollen. Und Crewman ist bei mir im Grün, ja, so ein bisschen dunkelgrün ist der Crewman. Und das Coole dabei ist, Leute, jetzt wird es noch interessanter, man kann der Rolle bestimmte Prioritäten zuordnen, und zwar allen Kategorien, ja, den Kanonieren, den Schildgeneratoren, also ihr seht, was es hier alles gibt. Kontrollräume, kleine Schubdüsen, große Schubdüsen, Maschinenraum, Ressourcen sammeln und so weiter. Da gehen wir alles nach und nach, wenn wir da irgendwann drauf eingehen. So, damit hätten wir das erstmal geschafft. Das ist richtig cool. Dann können wir hier noch über Ressourcen verwalten, beispielsweise. Ich weiß gar nicht genau, man könnte das jetzt rein theoretisch. Guckt euch das an. Ist das geil, oder? Also. Man sagt denen jetzt, pack bitte diesen Munitionsstapel darüber und dann tun die das. Und hier sind sogar, man kann das glaube ich sogar noch, also warum habe ich denn, ach so, das habe ich spiegelt, weil ich das doppelt gemacht habe. Okay, das ist auf beiden Seiten. Okay, und zugewiesene Ressource löschen. Guckt euch das mal an. Also rein theoretisch, wenn ich jetzt... Ah ja, okay. Schaut mal an. Also ich kann quasi sagen, die Munition, die soll nur auf diesem Lagerplatz hier liegen und sonst darf da nichts anderes hin. Das ist auch sehr, sehr cool. Wusste ich zum Beispiel nicht. Ich nehme es nochmal raus und wir packen das hier nochmal rüber. Die sollen das nochmal rüberpacken. Sehr schön. Das machen die jetzt so ein bisschen im Hintergrund. Und das Coole ist jetzt, wir können zusätzlich noch... Damit sind wir fast durch. Nein, sind wir nicht. Ich will, bevor ich jetzt das mache, was ich eigentlich vorhabe, möchte ich Folgendes machen. Also, wir zoomen mal raus. Das ist die Station, ja, mit den Verteidigungsplattformen. Wir zoomen weiter raus. In dem Moment, wo wir rauszoomen, sehen wir unser Schiff hier oben rechts in der Ecke. Richtig cool. Wir zoomen weiter raus. Wir haben hier zum Beispiel so einen Asteroiden. Der ist auch abbaubar. So, wenn wir weiter rauszoomen, dann sehen wir hier einen Bereich. Ja, das sind unbekannte Signale. Und wir können... weiter raus und weiter raus. Und das ist das ganze System. Und zwar ein System. Und wenn wir jetzt hier oben auf die Galaxiekarte gehen, zack, dann sind wir in der Galaxieansicht. Und dann zoomen wir weiter raus, Leute. Und schaut euch das an. Das wirkt jetzt klein. Aber wir werden gleich feststellen, wenn wir in dem System rumfliegen, und aktuell können wir echt nur in dem System rumfliegen, weil wir keinen Hyperraumantrieb haben, Das ist schon weit. Und ihr seht, hier ist immer so eine kleine Zahl dabei. 1 bis 3, das sind die Stufen. Ja, also, wenn man eine Einschätzung hat, wie schwer das System ist, stehen die Stufen dabei. Und wenn ihr hier seht, ja, 14 bis 15, 15 bis 17, ja, das ist schon
Das ist schon gut. Und wir jetzt überlegen, wie weit wir rauszoomen können. Und wenn wir überlegen, dass wir dafür die Möglichkeit hatten, vorhin die Galaxiegröße einzustellen, und zwar wie das als Standard, glaube ich, ist es sogar möglich, irgendwann echt große Galaxien reinzubringen. Vielleicht sogar, das weiß ich nicht, vielleicht denken die Entwickler da dran, vielleicht sogar von Galaxie zu springen. Das kann natürlich auch möglich sein. So, wir zoomen weiter rein, wir lassen mal die Ansicht und springen hier weiter rein. Und werden zu der Station hinzoomen. Denn Folgendes können wir jetzt machen. Und darum geht das Spiel. Wir wollen natürlich Kohle verdienen, Leute. Das ist wichtig, ganz klar. Kohle verdienen. Und das machen wir folgendermaßen. Also wir können jetzt theoretisch, wir zeigen das mal. Also wir hätten jetzt die Möglichkeit, mit unserem Schiff hier gemütlich hinzufliegen. Und beispielsweise jetzt hier Ressourcen abzubauen. Da wir keinen Bergbaulaser haben, und das kann ich euch zeigen. Wir haben keinen Bergbaulaser, weil... Wo war der Bergbaulaser? Das ist die Flakbatterie. Auch eine Flakbatterie. Energie. Guck mal, hier ist der Bergbaulaser. Uns fehlen Baupläne. Und Baupläne kann man an der Station kaufen, wenn sie denn da vorrätig sind. Mit diesem Bergbaulaser könnten wir jetzt Folgendes machen. Und zwar könnten wir hier draufschießen quasi und dann würde dieser Asteroid aufbrechen und das Innere quasi freilegen und damit können wir quasi tiefer bohren. Was wir jetzt aber machen können, ist hier auf dieses Sammeln, Bergen und Ressourcen abbauen klicken und können gucken, ob wir mit einem gezogenen Linksfeld quasi, jetzt mal gespeichert, mit einem gezogenen Linksfeld hier quasi Oberflächenressourcen abbauen und siehe da, da sind Oberflächenressourcen und was jetzt passiert, Leute, richtig cool, unsere Jungs, die steigen aus, fliegen dahin und schnappen sich diese Ressourcen, die sie abbauen können. Und das ist richtig cool. Dauert natürlich einen Moment. Das kann sich ein bisschen beschleunigen, logischerweise. So, aber ich mache das mal auf die doppelte Geschwindigkeit. Und die sammeln diese Ressourcen auf. Und ich gucke nochmal, ob wir nicht noch irgendwas vergessen haben. Würde das auch gehen? Oh, Tatsache. Das habe ich auch noch nicht. Lass uns mal gucken, was wir hier rausbrechen könnten. Da gab es nichts. Okay, also da gab es nichts. Kurz gucken, ob wir... Nee, wir können hier Tatsache... Also, dieses hier, wo das, das Verbotsschild quasi ist, ich glaube, das sind nochmal Ressourcen, die wir rausbrechen können. Und das andere ist einfach... Nichts, ne? Null, nada, niente. Was ich aber zeigen wollte, ist natürlich jetzt, so, wir lassen das mal weg. Wir haben jetzt, die Jungs, die haben jetzt hier Ressource eingelagert. Jetzt könnten wir uns angucken, was das für eine Ressource ist. Und das sind 11-mal Hyperion. Das ist, ja, das ist etwas, was wir für einen Hyperraumsprung brauchen. Aber dafür fehlt uns natürlich der Antrieb. Was wir aber machen können an der Stelle ist, jetzt zu dieser Station fliegen, was wir natürlich machen werden. Und diese Station anfunken über dieses COM-Symbol. Und wir können einmal so an dasselbe anfunken. Oder wir wählen etwas aus hier. Und das ist die Tikhov Station. Ist befreundet. Die rufen wir jetzt. Zack, und da geht ein Menü auf. Richtig cool. Und jetzt können wir quasi auf dieser Station, mit dieser Station quasi interagieren. So, einmal haben wir hier eine Aufgabentask quasi, ein Missionsbrett. Da sind einige Sachen, da werden wir gleich drauf eingehen, die wir hier annehmen können. Dann können wir hier Crew anheuern. Ja, die haben alle eigene Namen, richtig cool. Natürlich können wir auch Crew verlieren. Und hier seht ihr, da brauchen wir entsprechende Ruhmstufe für. So, 16 Seelen auf dem Schiff wollen sich der Crew anschließen. Erhöhe deinen Ruhm, um noch mehr zu übertragen. Also maximal 16 können wir annehmen für 450 das Stück. Aber dazu bräuchten wir mehr Betten. Entschuldigt bitte. So, aber was wir auch machen können, wir können nämlich Sachen verkaufen. Wir können Sachen verkaufen. Und zwar haben wir diese 11 Hyperium. Die haben wir quasi eingesammelt und die können wir verkaufen. 11 Stück für 275. Das ist jetzt nicht viel. Ja? Das ist nicht viel. Aber wir handeln das mal ein und jetzt passiert Folgendes. Nämlich genau das. Hoffentlich. Ja,
da kommen sie. die steigen aus der Luftschleuse aus, gehen hier hin, schnappen sich die Sachen und bringen sie weg. Und erst wenn sie wieder angekommen sind, zack, kriegen wir das ausstehende Geld. Das heißt, wir können nicht einfach traden und dann einfach wegfliegen. Nee, wir müssen Tatsache hier erstmal ein Stückchen warten, bis das eingehandelt ist. Leute, das finde ich extrem nice und das ist auch ein Grund, warum mich dieses Spiel so geflasht hat. Aber es gibt noch viel, viel andere Gründe und die werde ich euch gleich zeigen. So, jetzt haben wir hier ein bisschen, was zusammengepackt. Ich will noch ein bisschen Munition mitnehmen. So, und dafür werden wir nochmal in die Ressourcenverwaltungsgeschichte. So, 20 passen auf ein Feld. Das bedeutet auf, wenn ich jetzt sage, oder wir sagen, wir legen hier nochmal eins hin, könnten wir noch 40 einkaufen. Das werden wir jetzt machen. 40 Schuss natürlich an der Stelle. So, das heißt, wir rufen unsere Station nochmal eben. Zack, zack. So, dann gehen wir hier auf das Handelsfeld und dann sind wir zwar zweimal, also 20 und nochmal 20 sind 40, insgesamt 160. Das handeln wir ein. So, und jetzt ist die Frage, werden sie uns das bringen oder werden wir uns das holen? Ich glaube, die werden uns das bringen, wenn ich das richtig sehe. Es dauert einen Moment, aber hier kommen sie. Sehr schön, jetzt überlegen sie mal. Ja, sie bringen uns das genau dahin, wo es vorgesehen ist. Richtig schön, richtig cool. Perfekte Sache, perfekte Sache. Das ist natürlich jetzt schwierig, ja, denn mit Kanonen, wir müssen immer nach Munition Ausschau halten und dafür müssen wir natürlich Geld bezahlen, wenn auch nicht viel, aber wir müssen Geld bezahlen. Und natürlich wollen wir oder will ich zusehen, dass wir, wenn wir Kanonen, und ich möchte mich ganz gerne auf Kanonen spezialisieren, vielleicht zwischendurch auch mal Verteidigung, Punktverteidigung und Raketen, also ballistische, kinetische Waffen, das finde ich cool. Haben wir bestimmt auch die Möglichkeiten, das gibt es hier auch. Oh, nanu, hier kommt ein Gegner. Ne, er fliegt nur dran vorbei. Den lassen wir, den ignorieren wir da an der Stelle auch mal. Haben wir die Möglichkeit, beispielsweise hier unter Produktion eine Munitionsfabrik herzustellen? Dafür fehlen uns allerdings Baupläne. Und das können wir jetzt auch nochmal, das will ich nochmal als letztes tun, bevor es dann wirklich losgeht, der letzte Reiter hier Baupläne kaufen. So, und wenn wir hier, sehen wir genau die gleichen Reiter, die wir unten gehabt haben beim Bau. Wenn wir hier auf Produktion gehen, haben wir hier Munitionsfabrik für Kanonen. So, stellt Projektilmunition für Kanonen und Railguns her, verbraucht Schwefel, erhält 25% Produktionsgeschwindigkeit für jede angrenzende fabrikliche Weide. Können wir jetzt kaufen und können wir uns theoretisch einbauen. Ich werde es investieren, wir werden es kaufen und dann werden wir unsere erste Modifikation machen hier an der Stelle. Das Problem ist nur, dass wir dafür 4000 brauchen, weil wir auch nicht die Ressourcen haben. Wenn wir die Ressourcen hätten, beispielsweise 32 Stahlplatten und 24 Kupferdrähte, dann wäre es billiger. Was heißt das also, wir müssen Geld verdienen und wie verdienen wir am besten Geld, indem wir Missionen machen und jetzt, Leute, geht's rein. Ein letztes Mal rufen wir die Station und dann habe ich, ist schon fast 23 Minuten, ne? Werden wir mal gucken, wie das hier vonstatten geht. So, Kopfgeld. 2500, gibt ein bisschen Ruf, gibt ein bisschen Ansehen und wir sollen einen Gegner eliminieren. Wir werden das mal akzeptieren hier, einen Gegner und es gibt mehrere dieser Missionen, das ist Stufe 1, ich glaube, das mal wird und wir sollen den Toothpick eliminieren. Wir werden mal die beiden Missionen annehmen, das wären 5000 und wir sehen, sie werden markiert. Einmal dort, einmal dort. Das ist ganz cool. Und ich würde sagen, wir fliegen jetzt einfach mal los. Und dann seht ihr, was ich meine mit, es ist recht groß. Wir setzen mal hier mit Rechtsklick den Marker. Und wie ihr seht, jetzt richtet sich das Schiff aus. Könnt ihr hier oben sehen. Und ja, ne? Es beschleunigt. Man sieht das hier unten. Und hier wird auch die Distanz angezeigt. Und ihr seht, wie langsam das eigentlich vonstatten geht, wenn man das jetzt auf normal spielt, ja. Warum will ich euch das zeigen? Das ganze Spiel, jetzt geht's weiter, ist kooperativ möglich. Ja, also man kann das ganze Ding Tatsache auch in diesem Status quasi mit bis zu drei weiteren, also insgesamt vier Leuten im Kooperativmodus spielen. Und das ist der Hammer. Das ist der Hammer, ja. Ich bin begeistert. Tatsache, ich habe bis jetzt noch mit keinem gespielt, logischerweise, weil sich es nicht ergeben hat. Aber es ist eine Option, eventuell das vielleicht im Kooperativmodus nochmal zu spielen. So, nichtsdestotrotz, wir können Gott sei Dank ein bisschen beschleunigen hier an der Stelle. Das machen wir natürlich auch. Und
Oh, wie ihr seht, ich will es mal auf ein Viertel machen. Wie ihr seht, hier haben wir auch noch Asteroiden. Ja, Kupfer, Hyperion und so weiter und so fort. Alles abbaubar, wenn wir denn wollen. So, ich gehe mal auf 1 und wir werden uns jetzt langsam reinbegeben. Das hier ist der Sensorenbereich bzw. der Sichtbereich, wo wir Schiffe sehen können. Der Sensorenbereich ist etwas größer. Das scheint hier diese Wolke sozusagen sein. Genau, das diese Sensoren. Da. Und da taucht es schon auf eigentlich. Ich kann jetzt mit Leertaste kurz anhalten und meine Taktik überdenken. Wobei wir nicht große Taktik haben. Wir werden hier das Ziel angreifen, weil ich weiß, durch das Sternchen markiert ist das unser Ziel. Und dann werden wir rangehen und dann werden wir noch eine Sache gleich machen. Sobald der auftaucht, pausiere ich das Ganze nochmal ganz kurz, denn das ist eine entscheidende Taktik hier an der Stelle. Und zack, da ist er. Kurz angehalten. Wir bewegen uns jetzt quasi auf den Gegner zu und wir können jetzt hier gucken, wie sein Schiffchen aussieht. Und der hat genauso eine Kanone wie wir. Hier ist das Cockpit, da ist der Reaktor und so weiter und so fort. Hier ist übrigens auch ein kleiner Hyperraumantrieb, der entsprechend Kohle bringt. Was machen wir jetzt? Wir haben jetzt mehrere Möglichkeiten. Wir können jetzt einfach wahllos drauf rumschießen. Wir können versuchen, ihn manövrierunfähig zu schießen, mit den, indem wir in die Schubdüsen wegschießen. Wir können ihn aber auch erstmal entwaffnen. Das wäre das andere. Wir können seine Cockpit zerschießen, dann wäre sofort der Kampf vorbei. Oder, und das ist ein bisschen radikaler, wir versuchen, den Reaktor zu treffen. Dann fliegt das ganze Ding Tatsache richtig hart in die Luft. Und ich würde sagen, die erste Taktik ist natürlich, um keinen eigenen Schaden zu generieren, werden wir den Hauptangriffsbefehl haben wir gesetzt, den haben wir quasi mit Rechtsklick angeklickt und werden ihm jetzt ein Einzelziel vorgeben, und zwar, dass unsere Geschütze auf sein Geschütz schießt. So, und das Ganze können wir hier so ein bisschen, machen wir so ein bisschen, wir sehen unser Schiffchen, wir können das hier ein bisschen größer ziehen. Dann sehen wir, was quasi drinnen abgeht. Und achtet mal drauf, wenn die Kanonen schießen, die Crew, die rennt los und bestückt die Kanonen mit Waffen, während wir hier unseren Angriff starten. So, ich lasse es mal laufen. So, jetzt schießen unsere Kanonen und schaut euch das an. Die werden automatisch beladen. So, eine Schubdüse haben wir schon weggeschossen. So, und jetzt müsste gleich sein... Na, erst das Cockpit kaputt. Also sie sind nicht so präzise, sind sie auch nicht. So, jetzt ist das die Waffe weggeschossen. Jetzt werden wir das Cockpit ausschalten, bevor wir ihn komplett zerlegen. Und ei. Okay, der Schuss ging direkt in den Reaktor. Das war ein Direct Hit. Leute, das ist übel. Ja, aber jetzt passiert Folgendes. Das ist das zweite Coole, das dritte Coole, das vierte Coole. Ich weiß es gar nicht mehr. Erstmal ist hier oben unser Kopfgeld quasi ausgeschaltet. Ja. Täuscht euch nicht, wenn ihr das Spiel zum ersten Mal spielt, dann werden Tooltips angezeigt. Die tauchen bei mir teilweise nicht auf, weil ich es schon ein bisschen vorgezockt habe. Aber wir können jetzt mit dieser Taste hier sammeln, bergen Ressourcen, das gleiche wie mit den Asteroiden, können wir jetzt sagen, weißt du was, sammelt doch die ganze, die schwebt so viel Krams rum, ja, sammelt das doch alles bitte ein. Und das machen wir, markieren das einfach. So, ihr taucht quasi auf, was draußen rumschwebt und wie viel Lagerfläche wir da zur Verfügung haben. Und siehe da, die Jungs, die gehen raus und sammeln das ein. Sehr coole Sache. Auch das kann man natürlich beschleunigen. Restliche Schiffsteile sind hier als Abbausymbol dargestellt. Aber wir können das Ganze reinholen. So. Und dann schauen wir mal, hier soll irgendwann schon weiter. Hier fliegt auch noch was rum. Mal gucken, ob wir noch Lagerfläche haben. Ja, hier sind noch zumindest zwei Lagerflächen. Sind hier noch vorgesehen? Jetzt muss ich Tatsache erst nochmal gucken. Das passt nicht. Ihr müsst das hier nochmal bitte umsortieren. Das wäre ganz gut. Denn ich habe die Befürchtung, wir können nicht alles einsammeln oder wir werden nicht alles einsammeln können. Deswegen will ich hier nochmal kurz die Munitionspriorität wegnehmen. Werde das nochmal rauspacken. Und werde hier sagen, bitte sammelt doch nochmal den Rest ein. Und damit wird quasi sogar angezeigt, auf welchen Lagerplatz sie es packen wollen. Oder sollen natürlich auch. So, liebe Leute.
Das ist perfekt. So, jetzt haben wir natürlich noch folgende Situation. Ihr seht, die gehen alle raus. Die Kanonen sind unbesetzt. Und jetzt werden sie wieder besetzt. Das Ganze kann man natürlich auch mit den Rollen logischerweise priorisieren. Man kann zum Beispiel ganze Waffencrews herstellen oder beordern sozusagen, die sich nur darum kümmern, die Waffen zu besetzen und zu bestücken. Und der Rest ist halt, der Rest sind halt die Ameisen, die dann halt rausgehen. Die dann halt nicht, logischerweise. Und jetzt haben wir natürlich hier ein rotes Symbol. Bauen und reparieren. Wir haben Schaden erlitten, wie ihr hier seht. Und jetzt würde es ja theoretisch heißen, ja, pass auf, Schaden ist nicht gut, lass uns mal zur Werft fliegen. Lass uns mal reparieren. Kann man machen. Aber wir können auch Folgendes machen. Wir gehen hier einfach mal rein und schauen mal, was denn so kaputt ist. Das wird hier einmal angezeigt. Und wir sehen, wir können alles reparieren. Und zwar aus eigener Tasche. Die Ressourcen, die wir eingesammelt haben, reichen völlig dafür aus, dass wir das reparieren. Und ja, das machen wir natürlich. Wir drücken auf alles reparieren. Und ihr seht gleich hier oben, wird das zack verschwinden. Perfekt. Sehr schön. Damit sind wir repariert. Zwei Lagerflächen sind quasi noch bereit. Ja, das passt soweit. Und ja, wir haben hier noch ein bisschen Platz. Das heißt, wir können rein theoretisch. Und man sieht sogar, wo man lang geflogen ist, ja. Man sieht sogar, wo man lang geflogen ist. Das finde ich sehr interessant. Und was wir auch machen können, das machen wir jetzt natürlich auch. Wir werden hier mal zum unbekannten Signal fliegen und dann das zweite Ziel gleich mit angreifen. Also, was heißt angreifen, will ich nicht sagen. Aber wir werden da mal hinfliegen. So. Hier ist ein weiteres Schiff. Und dann werden wir gucken, was das hier ist. Und wie ihr seht, das hier ist ein Asteroidenfeld. Ja, ein Asteroidenfeld, die sind unheimlich viele Asteroiden und rein theoretisch, wenn man jetzt die Lagerfläche hat, die haben wir natürlich nicht, aber wenn es die Lagerfläche hat, man hat einen Bergbaulaser, ja, dann könnte man hier auch extrem abfarmen. Das wäre sehr cool. So, natürlich ist das nicht unser Bereich und das ist auch nicht unser Gegner. Ich will mich jetzt auch erstmal hauptsächlich auf die Gegner konzentrieren. Das heißt, wir fliegen hier in den Zielbereich rein. Warum greifen wir den nicht an? Logischerweise wäre Munitionsverschwendung. Wir könnten erstmal keinen Progress dadurch bekommen. Wir würden kein Kopfgeld bekommen. Und wir würden unsere Lagerfläche quasi voll machen mit unnützen Sachen. Schlussendlich. So, dann wollen wir mal gucken. Irgendwann müssen unsere Sensoren hier unseren Gegner ermitteln. Da ist er auch schon. Und wir machen das gleiche Spiel. Ich werde jetzt nicht anhalten. Machen das gleiche Spiel, beziehungsweise wenn er auftaucht und wir sehen können, dann halte ich kurz an, damit wir unsere Ziele auswählen können. Und da ist er auch schon. Das ist tatsächlich ein anderes Modell, ja. Auch dieser hat eine Kanone. Der hat das Cockpit allerdings ganz hinten. Das würde bedeuten... Ja, wir machen erstmal die Kanone platt. Das ist mal das Erste. Wir machen erstmal die Kanone platt. So, ich fokussiere das hier Ganze, das Ganze nochmal drauf. Und jetzt wird auch schon geschossen. Und nicht präzise, man sieht es, aber das gleiche gilt für ihn hier auch. So, und jetzt, ja, was soll ich sagen? Jetzt fängt es an zu brennen. Wir werden ihn wahrscheinlich... Oha. So, jetzt ist er komplett ausgeschaltet. Und wir müssen hier nochmal einmal... Ich glaube, wir müssen sogar ausweichen, weil der unbekannte Kontakt uns hier sonst aufgreift. Warum will ich nicht in den Kampf gehen? Wir haben wenig Munitionsreserven. Das ist das Problem. Und... ich will natürlich jetzt versuchen, den Rest quasi hier aufzusammeln, weil da sind einige Sachen bei, die uns hier das Leben erleichtern können. So, wie ihr seht, die fliegen raus und wir sehen auch EVA, also sie sind nicht dort drinne und wir können auch jederzeit versuchen, die Leute zurückzurufen im Notfall. Aber wir werden einfach näher ranfliegen, damit sie nicht so einen langen Weg haben. So, und dann werden wir das, was wir mitnehmen können, das werden wir natürlich mitnehmen.
Das ist immer gut. Das ist der Rest von der Crew, die hier quasi umgehen. Das Coole dabei ist ja, der Reaktor ist noch intakt. Das heißt, wir können den Reaktor noch abbauen. Rein theoretisch. Das machen wir jetzt auch nochmal. Ich werde nochmal einmal priorisieren hier, dass die Jungs hier bitte den Reaktor nochmal abbauen. Vielleicht sind da noch so ein paar Sachen drin, die wir gebrauchen können. Tatsache, noch ein paar Kupferdrähte. Das soll auch so sein. Wir brauchen wahrscheinlich was zum Reparieren. Apropos Reparieren, wir gehen mal kurz rein und schauen mal. Ja, wir brauchen 35 Stahlplatten. Die Panzerung ist natürlich viel. Und 8 Kupferdrähte. Das machen wir. Reparieren wir und schon haben wir wieder Lagerfläche frei quasi. Ich gehe mal aus dem Baumodus wieder raus. Und ja, den Rest können wir natürlich jetzt auch abbauen. Zack. Dann geht mal bitte alle hin. Ich mache das Ganze hier mal auf die doppelte Geschwindigkeit, damit das ein bisschen schneller vonstatten geht. So, sehr schön. Wunderbar. Perfekt. So, wir haben unsere beiden Kopfgeldmissionen erfüllt. Das ist sehr, sehr cool. Und ja, ich würde vorschlagen... Ach, guckt euch das an. Oha. The dead body. Und Junge. Ja, das kann natürlich auch passieren. Also, wenn Teile eures Schiffes abgeschossen werden, kann es sein, dass Crewmitglieder quasi rausgezogen werden. Jetzt die Frage, wollen wir den angehen? Wir können mal einen Spaß machen, wir können mal auf Abfangkurs gehen und einfach mal Lucky machen. Wir müssen ja eh in die Richtung zur Station. Und einfach mal schauen, ob das ein Gegner ist, mit dem wir uns anlegen können. Das muss man natürlich auch immer wieder abtasten. Ist dieser Gegner für uns zu bewältigen? Gut, okay. Wir werden den Kurs ändern. Der fliegt vor uns weg. Können ihn also nicht abfangen an der Stelle. Was wir machen werden, ist natürlich jetzt unser Kopfgeld einsacken. Und die erste Umbaumaßnahme in dieser Folge noch. Und zwar möchte ich natürlich die Munitionsfabrik herstellen und vielleicht sogar die Crew erweitern. So, wir gehen mal hier hin und dann werden wir Folgendes machen. Wir werden die Station mal rufen. Sehr schön. Genau. So, dann werden wir es mit den Kopfgeldern abgeben. So, es gibt 2,5. Das ist sehr cool. Zack. Und auch hier nochmal 2,5. Ja, Ruf. 15, 20, jawohl, 8400, das ist sehr, sehr schön. Und ich denke, wir werden auch die nächsten Kopfgelder hier annehmen. 3000, 2000, 2500, wir nehmen mal das hier und wir nehmen mal den 3000er. Immer erstmal zwei Stück. Sehr cool. Und ja, jetzt werden wir das Ding umbauen. Warum jetzt? Ich könnte natürlich die Sachen schon verkaufen, will ich aber nicht, weil ich die Sachen wahrscheinlich brauchen werde. Und zwar werden wir Folgendes machen. Ich möchte die Crew Quarters erweitern. Das werden wir dann hierüber, denke ich, machen. Und zwar bieten die Zweier Platz für 2 Crewmitglieder und die hier Platz für 6 Crewmitglieder. Das bedeutet, wir werden hier einfach die Crew Quarter erweitern. Zack. So sieht's aus. Den haben wir jetzt rausgeschmissen. Deswegen ist er da rausgeflogen. Quasi. Aber wir werden natürlich auch... wir werden das natürlich auch panzern. Panzern müssen. So. Und die Ecke. Die Keilecke. Also kann man mit Punkt und Komma kann man das Ganze hier drehen und wenden, wie man möchte. So. Zack. Jetzt ist das Heck ein bisschen gepanzert. Das sieht ein bisschen komisch aus, weil wir so komisch angebaut haben. Genau, so, das wollte ich, das ist das Erste, was ich machen wollte. Und dann wollten wir die Produktion, wir wollten nämlich hier gucken und ihr seht hier, jetzt kostet das Ganze nur 3000. Also Standard ist quasi das, was hier oben ist. Ich kann es jetzt leider nicht einrasten, aber ihr seht, da ist oben Munitionsfabrik.
In Summe kostet das 4.000, wenn wir keine Materialien haben. So heißt das. Ja, aber da wir Materialien haben, sehen wir unten, kostet es quasi nur 3.000. Und das wollen wir natürlich in Angriff nehmen hier. Und werden das Ganze hier hinpacken, denn die Lagerfläche ist ja quasi dieselbe, sozusagen. Ja. Nicht genug T-Stahl. Du meine Güte. Wir haben nicht genügend T-Stahl. Wir können es wahrscheinlich nicht einkaufen. Das ist schlecht. Was ist denn mit ihm? Er kommt aber reingeflogen hier. Ja, das ist natürlich schlecht, ne? Das ist natürlich richtig schlecht. Mal eben kurz gucken. Warum können wir das denn nicht? Weil nur zwei da ist. Das Triestall ist nur zwei da. Und wir brauchen... Jetzt müssen wir mal schnell gucken. Wir brauchen vier. Das ist das Problem. Wir haben keinen Triestall. Jetzt wäre es natürlich toll. Vier. Der hat gerade abgeladen. Ne? Jetzt wäre es natürlich super, wenn hier einer vorbeikommen würde. Ein Schiffchen. Und würde Triestall abladen. Denn ich wüsste nicht, dass wir es herstellen können. Das ist natürlich ein bisschen ungünstig. Okay, dann werden wir das so lassen, wie es ist. Aber zwei Sachen werde ich noch machen. Und zwar haben wir jetzt die Möglichkeit, weitere Crew anzuheuern. Und das Maximum liegt hier bei 4. Und wisst ihr was, das werden wir machen. Wir werden weitere Crew anheuern. Ihr seht, die kommen jetzt hier von der Station. Und jetzt kann man auch die Station von innen mal sehen, Leute. Guckt euch das an, was hier für Ressourcen liegen. Schaut euch das an. So, die kommen jetzt hier an. Suchen die nächste Luftschleuse, genau hier. Oder? Ach, die sind gar nicht... Achso, jetzt kommen wir hier. Sind zack. Fliegen hier raus. Ach so, und laden das hier jetzt gerade ab. Wa? Die laden das hier gerade ab. Wir müssen nochmal eben kurz gucken. Vielleicht ist ja Triestall dabei gewesen. Lass uns nochmal gucken. Nein, leider nicht. Leider nicht. Das wäre cool gewesen, Leute. Das wäre richtig cool gewesen, wenn Triestall dabei gewesen wäre. Aber das ist nicht der Fall. Okay. Jedenfalls haben wir ja ein bisschen mehr Crew jetzt zusammen. Und ich will natürlich eins machen. Nee, wisst ihr was? Das machen wir nicht. Wir machen Folgendes. Ich rufe nochmal die Station. Wir werden den Rest jetzt verkaufen. Ich wollte gerade die Möglichkeit nutzen, der Crew eine bestimmte Rolle zuzuweisen. Aber wir haben quasi... Wir müssen immer einen Raum zuweisen. Ich zeige euch das gleich mal. Gut, wir haben Hyperion. Wir haben noch Kupfer. Wir haben noch die Geschichte hier. Wir haben Prozessoren, die sind richtig teuer. Uran haben wir auch noch. Und das macht in Summe 5.000. Ja, das ist richtig viel. Und im Gegenzug werden wir jetzt mal Munition noch einkaufen. Und zwar schauen wir doch mal. Wir haben keine Stacks mehr sozusagen. Ja, also wir werden jetzt zwei Stacks voll machen. Das ist 40. Dann machen wir nochmal zwei Stacks voll. Und dann nehmen wir noch einmal mit. Das sind 129 Schuss. Und das handeln wir jetzt ein. Und ja, jetzt gehen unsere Leute hin. Wir werden beladen quasi mit Munition. Und unsere Leute laden auch mit ab. Also hier ist reger Schiffsverkehr jetzt gerade. Ist noch was dazu gekommen. Wir müssen jetzt halt einfach mal gucken, ob wir jetzt in der letzten Sekunde hier noch eventuell noch die Möglichkeit haben, ist Triestall dazu gekommen. Jetzt ist sogar noch einer weniger. Oh Mann. Aber wir können Folgendes machen. Wir kaufen den mal ein. Wir handeln den mal ein. Damit wir ihn haben. Leute, damit wir ihn haben. Bis jetzt sehe ich nicht. Er müsste doch eigentlich bald kommen, oder? Da kommt er. Da kommt der Triestall, den haben wir hier hingepackt. Sehr gut. Liebe Leute, ja, wie ihr seht, es ist komplex. Also, was heißt so komplex, ist es auch nicht. Ja, aber es sind für das reicht es völlig aus.
Ja, das reicht völlig aus. Und ja, die Missionen werden wahrscheinlich schwerer. Die Optionen geringer. Und ja, es wird irgendwann darauf hinauslaufen, dass wir halt das ganze Schiff dann so weit umbauen müssen, dass wir die Systeme reinbekommen. Ja, je mehr wir machen, die Laufwege, ganz wichtig, die Laufwege dürfen nicht zu lang sein. Ja, also es wird ja nichts bringen, wenn, sag mal, die Crew Quarters irgendwo hier hinten sind und die Munitionslager auch hier hinten und die Kanonen ganz vorne. Dann müssten die Munition immer quer durchs Schiff. Ja, also das hat natürlich dann auch noch einen gewissen Einfluss drauf. Leute, ich bin hyped, ich bin cool dran, ich bin cool drauf und ja, ich hoffe, euch hat es genauso Spaß gemacht hier in der ersten Folge von diesem Angespielt, so muss ich es ja mal nennen. Ja, ich werde, Tatsache jetzt, ich werde gleich im Anschluss so wahrscheinlich die nächste Folge auch aufnehmen und wenn ihr diese Folge quasi gesehen habt, ja, also sie sollte am Samstag, den 29.10. sollte sie rauskommen. Wenn das nicht der Fall sein sollte, ist es auch nicht schlimm. Mir bleibt eigentlich zu sagen, Leute. Mir hat es gefallen. Mehr kann ich nicht sagen. Mir hat es gefallen. Ich hoffe, euch auch. Wenn ja, dann lasst mir ein Däumchen da. Gerne noch ein Abo, wenn ihr zum ersten Mal eingeschaltet habt. Und ganz wichtig, schreibt mir was in die Kommentare. Ich lese es mir gerne durch. Und ansonsten bleibt mir nicht viel zu sagen. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.